Servus Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Hochwasser Fische fangen könnt. Hauptsächlich will ich heute auf Döbel angeln, vielleicht beißt auch eine Forelle, aber die Raubfische wie Hecht oder Zander haben bei mir zurzeit auch Schonzeit. Aus dem Grund stehen für mich jetzt einfach nur Döbel und Forelle im Vordergrund. Ich denke mal, ihr habt es alle mitbekommen, in komplett Deutschland war der Wasserstand sehr hoch und komplette Dörfer wurden überflutet. Und ich hoffe mal, dass bei euch oder bei eurem Zuhause alles gut gegangen ist und dass ihr zum größten Teil von dem Hochwasser verschont wurdet. An der Stelle, wo ich heute sitze, war das Wasser vor circa einer Woche nochmal 1,5 Meter höher, also von der Stelle hier, wo ich jetzt gerade sitze. Der Wasserstand ist jetzt zum größten Teil wieder zurückgegangen. Es ist zwar immer noch 50 cm oder 60 cm über dem normalen Pegel, aber ich denke mal, dass wir heute gerade an den Seiten von den Flüssen richtig gut Fische fangen können. Als Rute verwende ich heute die Black Baron von Balzer. Es ist eigentlich eine Method Feeder Rute, allerdings hat die eine sehr weiche Spitze und für mich eignet die sich daher perfekt fürs Posenfischen. Die hat ein Wurfgewicht von maximal 60 Gramm und eine Länge von 3,60 Meter und damit kann ich eigentlich ganz gut die Pose im Fluss führen. Maximal 60 Gramm Wurfgewicht mag sich für die Methode jetzt erstmal heftig anhören, aber würdet ihr mal die Rute hier in euren Händen halten, dann würdet ihr recht schnell merken, dass das eine Fehlangabe von dem Hersteller ist. Ich würde das Wurfgewicht von der Rute hier maximal auf 20 bis 30 Gramm tippen. Es steht zwar Method Feeder auf der Rute drauf, aber seit ich die Rute besitze, verwende ich die eigentlich fast nur noch zum Posenfischen. Dafür finde ich die perfekt geeignet und macht auch jede Menge Spaß. Als Rolle verwende ich die Daiwa Procaster mit einer 0,2 mm starken Schnur. Die reicht fürs Döbel- oder Forellenangeln eigentlich vollkommen aus. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum gehe ich überhaupt bei Hochwasser angeln, das hat einfach folgenden Grund, dass die Fische bei Hochwasser immer sehr aktiv sind. Denn ihr müsst immer überlegen, bei Hochwasser werden die kompletten Wiesen überflutet und das Wasser nimmt sämtliche Schnecken, Insekten, Würmer und alles mit ins Wasser. Und genau auf den Moment warten auch die Fische. Das heißt, ich biete meine Köder oder meine Montagen immer direkt an der Strömungskante an, werfe meine Montage also halb in die Strömung rein, dann treibt die Montage langsam in das langsam fließende Wasser und genau an der Kante halten sich auch die Fische auf und warten, bis mit der schnellen Strömung die Köder oder irgendwelche Nahrung mit runtergetrieben wird. Meine Montage ist heute ganz simpel. Ich ziehe auf die Hauptschnur einfach eine Pose mit 3 Gramm Tragkraft, die ist einmal oben befestigt und einmal hier ganz unten. Dann kommt die erste Bebleiung, der Wirbel, und den hänge ich dann das Vorfach ein. Ganz unten etwa 20 cm oberhalb von dem Haken nochmal ein Bleischrot und ganz unten kommt der Haken. Ich fische heute ein sehr stabiles Vorfach, zwar 0,3 mm, das ist um einiges stärker als meine Hauptschnur. Das hat einfach den Grund, dass ich sehr nah an Hindernisse fische und so hält das Vorfach ohne Probleme aus. Mein Haken hat die Größe 6 oder 8, also ist eigentlich recht groß und sehr dickdrähtig, denn ich muss sehr viel Druck beim Drill auf den Fisch ausüben und dicke Haken schlitzen nicht so schnell aus wie dünne Haken und so kann ich ein bisschen mehr Druck auf den Fisch ausüben und so den Fisch von den Hindernissen weghalten. Als Köder verwende ich heute sehr stark riechende Köder. Dafür eignet sich perfekt Schinken oder Salami, riecht auch sehr stark. Außerdem habe ich noch Käsewürfel dabei. Und als Lebendköder habe ich noch ein paar Tauwürmer dabei. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, ich fische oder verwende bei Hochwasser immer nur sehr stark riechende Köder. Das liegt einfach daran, dass bei Hochwasser die Wasserfarbe immer sehr trüb ist. Ihr seht es hier bei meinem, das Wasser hat eine richtig hell oder dunkelbraune Farbe und da können die Fische so gut wie gar nichts mehr unter Wasser sehen. Deswegen finden die Fische eigentlich nur durch den Geruch im Wasser ihre Nahrung und deswegen kann es auch hilfreich sein, wenn ihr Dips dabei habt. Welchen ihr da verwendet, ist eigentlich völlig egal. Ihr könnt einen aus dem Karpfenangel nehmen, ihr könnt einen speziell für Weißfisch verwenden oder irgendwas aus dem Supermarkt. Ein großer Vorteil bei Hochwasser ist, dass die kompletten Ufer unter Wasser stehen. Das kann man hier ganz gut im Hintergrund erkennen. Da befindet sich eine Baumreihe, die sonst eigentlich im Trockenen steht. Darunter ist jetzt ca. 60 bis 70 cm Wasser und genau an den Stellen biete ich dann auch meine Köder an. Man hat zwar sehr wenig Platz zum Drillen, aber zum einen sind die Döbel sehr kampfschwach, also der Drill dauert meistens nur sehr kurz. Und zum anderen verwende ich sehr starke Vorfächer und Schnüre, und da kann ich die Fische beim Drill ganz gut von den Hindernissen weghalten. Richtig geile Stellen sind auch Seitenarme. Ihr seht hier den großen Fluss, der starke Strömung hat. Und hier drüben befindet sich ein kleiner Kanal. Hier herrscht so gut wie gar keine Strömung. Und genau da lohnt es sich auch, seine Köder anzubieten. Wenn wir jetzt schon gerade bei Brücken sind, überall wo Bauwerke im Wasser sind, entstehen Kehrwasser. Das sieht man hier gut. Hier kommt die starke Strömung und zieht an der Brücke vorbei. Und genau in dem Bereich hier steht das Wasser fast komplett. Und auch da ziehen sich die Fische zurück. Und da sollte man auch seine Köder anbieten. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die Köder verwenden, die ich heute auch dabei habe. Ihr könnt zum Beispiel Maden verwenden, Nacktschnecken funktionieren sehr gut. Oder ihr verwendet aus dem Supermarkt Leber. Ob ihr das Schwein oder Rind nehmt, ist eigentlich völlig egal. Den Geruch von Leber kann man sehr stark steigern, indem man die eingefriert und dann nach ein paar Tagen einfach wieder auftaut. Das mache ich auch ganz gern beim Aalangeln. Da gibt es eine richtig große Duftspur im Wasser. Und gerade für Aale und auch Döbel heute kann das richtig gut und effektiv sein. Wenn ihr auch bei Hochwasser angeln gehen wollt, dann empfehle ich euch eine ähnliche Route wie meine. Das heißt, ich sollte eine Länge von ca. 3,60 Meter bis 4 Meter haben. Damit könnt ihr die leichten Montagen auf eine gewisse Weite bringen. Außerdem sollte die eine weiche Spitze haben. Das hilft euch auch, die leichten Montagen weit zu werfen. Aber sie sollte ein schönes oder ein hartes Rückgrat haben, denn so könnt ihr die Fische beim Drill von den Hindernissen weghalten. Und dann lauft ihr auch nicht die Gefahr, dass ihr die Fische im Drill durch irgendwelche Hindernisse im Wasser verliert. Ich befinde mich jetzt gerade unter der Brücke, die ich euch vorhin gezeigt habe. Lasst meine Poste direkt an den Pfeilern entlang treiben, denn da ist gerade die geringste Strömung. Die Pose lasse ich so circa 10 bis 20 Mal an den Brückenpfeiler vorbeitreiben, denn bei dem trüben Wasser brauchen die Fische meistens eine Weile, bis sie den Köder gefunden haben. Aus dem Grund muss man da immer ein kleines bisschen hartnäckig sein an den Angelstellen. Und ich hoffe mal, es beißt irgendwann mal was. Ich habe hier direkt unter der Brücke ganz viele kleine Brutfische entdeckt, und so kleine Fische sind immer gutes Zeichen, denn wo auch die kleineren Fische hinziehen, sind meistens auch die größeren Fische. Leute, schaut euch mal den fetten Hochwasserdöbel hier an. Der wird bestimmt zwischen 1 und 2 Kilo haben. Ein richtig geiler Fisch. Gerade hat der Döbel direkt an den Busch gebissen. Den Drill habe ich leider nicht filmen können, weil der, ja, wie gesagt, mitten in den Busch gebissen hat. Und da musste ich echt aufpassen, dass der mir nicht in die Äste reinschwimmt. Aber ein schöner mittlerer Döbel. Wird geschätzte 30 cm haben. Geiler Fisch. Wer bei Hochwasser Fische fangen möchte, das sollte auf alle Fälle viel Geduld mitbringen. Ich bin jetzt seit ungefähr 3 Stunden am Wasser, habe jetzt um die 10 Platzwechsel hinter mir. Ich fische jede Stelle so 20 bis 30 Minuten ab und wenn sich da nichts tut, wechsle ich die Stelle. Bei Hochwasser ist es zwar ziemlich schwer, die Fische zu finden. Wenn man mal die Fische gefunden hat, dann beißen in der Regel nur recht große Exemplare. Warum das so ist, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Aber im Winter ist ja genauso, ich fange auch hauptsächlich die größeren Fische und so ist es auch bei Hochwasser. Es kann zwar sein, dass man um einiges länger unterwegs ist, aber wer am Ball bleibt und ehrgeizig ist, der wird früher oder später ganz sicher auch belohnt.